Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Mock 2, das moderne Oldschool-Commentary-Blitzangriff auf der Map Favela mit eurem Commander Krieger. Er spielt natürlich. In meinem Köfferchen befindet sich die Honey Badger mit Griff, erweiterten Magazin, Perks-Finger-Fertigkeit, Vorbereitung, Totenstille, Verstärker, Hardliner und Konzentration. Abschussserien auf der 5 DNA, Commander Krieger Wauzi, auf der 7 die Trinity-Raketen, auf der 10 der Griffin. Ja, und dem ein oder anderen aufmerksamen Zuschauer ist schon aufgefallen, ey, die Map kenne ich doch noch irgendwoher. Richtig, die Map japet auch bei Modern Warfare 2, hieß Favela, genauso wie hier. Nur, sie sah nicht so wunderschön aus. Das heißt, man hat hier nicht so viel auf die Sonnenstrahlen Wert gelegt, man hat hier keine Mülltonne hingebaut, die Farben waren nicht so saftig und das haben sie jetzt alles neu gemacht und ziehen so uns damit ein bisschen Kohle aus der Tasche. Naja, der Typ bleibt erstmal hier schön gediegen an der Wand hängen, da sage ich natürlich Dankeschön und lach mich innerlich über den Typen noch kaputt, während mir nachher in der nächsten Runde genau das gleiche passieren wird. Ich habe wirklich in der Situation im Gameplay da gesagt, haha, Junge, bleibt der da doof hängen, was ist das für ein Depp? Ja, und keine Runde später passiert es mir selber. Naja, ich möchte heute mit euch ein bisschen über Killstreaks sprechen, über Namen etc. Das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Und zwar sieht das Ganze so aus, ich habe jetzt hier einen Feldbefehl eingesammelt. So, das heißt, ich muss jetzt drei Leute abknallen und kriege dafür ein Köfferchen, eine wunderschöne Marke. Diese Feldbefehle wechseln natürlich ab. Manchmal heißt es, erzielen Sie einen Volltreffer, machen Sie einen Abschuss aus dem Sprung, was weiß ich, demütigen Sie einen Gegner, dann muss ich ihn teabaggen und dann kriegst du halt ein Köfferchen, so ein Care Package und da ist irgendwas drin. Manchmal, auf einigen Maps, gibt es besondere Abschussserien. Wie zum Beispiel, was weiß ich, was haben wir da? Ein Raketenschlag, ein Mörserfeuer, in Michael Myers, was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall haben sie sich da was einfallen lassen. Hier ist er übrigens auch schon. Und auf dieser Map ist es eine AC-130. Jetzt kann man natürlich sagen, was hatten die AC-130 mit Favela zu tun? Das war auch so mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. So, ey, das passt doch gar nicht zusammen. Irgendwie AC-130, Favela. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, doch schon. Denn MW2 hatte die AC-130. Und ich denke, dass das der einzige Zusammenhang ist, warum man dieses Gefährt mit eingebaut hat. So, ich hätte jetzt auch den Griffin und die Vorräte holen können. Allerdings schaut mal auf den Score. Wir haben schon 7 Punkte eingenommen. Ich bisher übrigens noch gar keinen. Ich pimmel da noch gemütlich mit 0 durch die Gegend. Und sag mir, nee, Vorräte holst du nicht rein. Jetzt rennt da wahrscheinlich irgendeiner gleich ins Ziel. Die Runde ist vorbei. Es gibt einen Seitenwechsel. Und dann hängst du da mit deinen Vorräten. Und deine AC-130 geht schön gemütlich den Bach runter. Ja, clever gewartet. 11:2. Smart, ne? So, auf jeden Fall Abschussserien. Wenn man ein Spiel entwickelt, dann geht man natürlich hin und schaut, okay, was gibt es momentan, jetzt Beispiel auf Ghost, was gibt es momentan aktuell an Waffen, die man als eventuelle Killstreaks in so ein Spiel einbauen könnte. Und da gibt es natürlich einen Griffin, so eine Art Trinity-Rakete gibt es. Und ja, der Entwickler sagt sich, cool, besten Dank, alles klar, die Dinger nutzen wir mal. So, jetzt erstmal hier auf die Vorräte achten. AC-130, liebe Freunde, schaut euch mal an, was der Commander da Wunderschönes rausbekommt. Keine AC-130, es ist ein Scheiß. Satcom, besten Dank. Ja, das Schlechteste, was du eigentlich kriegen kannst, kriege ich da drin. Naja, ich habe ja noch meinen Griffin am Start, den hauen wir mal raus. Auf jeden Fall Griffin. Beste Beispiel, wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist ein wirkliches, wie soll ich sagen, abgesehen von einem Kinderspielzeug oder von einem Erwachsenenspielzeug, je nachdem wie man es nimmt, gibt es wirklich im militärischen Bereich so ein Ding, was eingesetzt wird. Sowas hat auch FPS Russia mal vorgestellt. Das Ganze war, glaube ich, noch mit einem Maschinengewehr, glaube ich, oder mit einem Leichtmaschinengewehr unten drunter. Und auf jeden Fall recht ordentlich, kann man jetzt sagen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Seien wir mal ganz ehrlich, kennt ihr irgendein Video oder irgendeinen Kriegsfilm oder irgendeine Dokumentation, wo die da in Afghanistan oder was weiß ich wo sitzen und das RCXDK rausholen? Ich nicht. Und da muss ich sagen, ich vermisse so ein bisschen den MW2-Touch. Ich meine, selbst das könnte man noch ein bisschen verbessern. Der 7er Helikopter wurde wirklich sehr selten genutzt. Warum? Weil das Ding einfach nur kacke war. Das Ding war einfach nur scheiße. Und anstatt auf der 7 den normalen Helikopter zu nehmen, hätte man auch auf der 7 den Payflow machen können. Jetzt sagen die Leute natürlich, wie Payflow auf der 7, der ist doch viel zu stark.
Daher, hier bleibe ich an der Tür hängen. Besten Dank. Natürlich kann man jetzt sagen, der ist viel zu stark, aber dafür gibt es ja auch den, den Harrier. Der Harrier ist auch auf der 7, der macht vorher noch einen schönen Luftschlag. Und der Harrier schießt den Payflow ab, liebe Freunde. Der Harrier schießt Helikopter ab. Und ich glaube, dass man mit so Kombinationen, das finde ich schön, dass man überlegt, okay, der Gegner, was weiß ich, ein Solution beispielsweise, das ist ein Typ, der nimmt einen Harrier mit. So, also packe ich schon mal keinen Payflow ein, so übertrieben gesagt, wenn man jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkt. Und das finde ich doch schön, dass man sich so ein paar mehr Gedanken machen würde, dass man auch Killstreaks hat, die untereinander die andere kontern. Jetzt hat man, okay, man hat einen Orbitalsatellit und man hat einen Bodenstörer oder hier Oracle und Bodenstörer. Ob das jetzt wirklich so der Spot ist oder Satcom und Bodenstörer, weiß ich nicht. Haut mich auch nicht so um, dieser Gedanke. Da wünsche ich mir doch mehr so den großen Konter. Und zwar so, dass der Konter, ja, Messer an 350 reicht halt nicht. Das würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr auch darüber denkt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Namen. Und zwar, wir haben ja jetzt Advanced Warfare. Ich glaube, jeder hätte von euch vorher darauf gewettet, dass das Ding Modern Warfare 4 heißen wird. Nee, Activision hat uns überrascht und hat, ja, Advanced Warfare auf den Markt geklatscht. Und jetzt komme ich zum Punkt, was kommt denn wohl als nächstes nach Advanced Warfare? Auf jeden Fall wird der Titel jetzt erstmal ein, zwei Jahre wieder ausgenutzt. Advanced Warfare 1 haben wir jetzt, dann kommt Advanced Warfare 2, dann vielleicht noch ein dritter Teil. Und was kommt dann? Haha, so. Und ich überlege gerade wirklich, ob ich mal, was weiß ich, 1500 Euro in die Hand nehmen soll und einfach sagen soll, ich will mir den Namen Future Warfare sichern. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann irgendwer auf die Idee kommt, ein Spiel zu entwickeln, was Future Warfare heißt. So, und dann kann ich hingehen und kann sagen, liebe Freunde, ihr wollt euer Spiel Future Warfare denn? Gerne, gerne, gerne. Wenn ihr mir einen wunderschönen 6- oder 7-stelligen Betrag auf mein Konto überweist. Ja, fände ich doch eine Bombenidee, oder? Seien wir mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist doch gerade mal nicht schlecht, oder? Und ich gehe auch davon aus, dass die Leute, wenn sie so einen Namen dann mal haben in ihrer Marketingabteilung, wenn da irgendeiner auf die Idee kommt, unser neuen Teil, wie nennen wir den? Oh, nennen wir den mal Future Warfare. Hat ja hier mit Laser und allem Gedönsel zu tun. Machen wir. So. Und dann ist der Commander, Krieger, ist da am Start und kann sagen, hey, Freunde, gerne könnt ihr den haben. Gerne. Hier sind meine Kontodaten. PayPal ist auch noch okay. Ja, und wieder ein vom Griffin verreckt. Das ist so widerlich, liebe Freunde. Das ist so zum Kotzen. Da hängst du da, machst alles Bombe. Der Hund ist noch am Start. Der rennt aber hinter dir her, anstatt der mal so quasi in so einem Kreis um dich rumläuft und auch mal so Leute wegholt. Nee, und dann kommt so ein Panic Knife, Schwein, Ficker und messert dich weg. Das ist ja echt widerlich. Oder hier, dieses headglitschende, aasfressende Dreckschwein. Bäh. Naja, so. Auf jeden Fall, ich bin mal da auf eure Meinung gespannt. Was glaubt ihr, wie wird der nächste Titel von Call of Duty werden? Wird es Green Ops werden? Wird es ganz simpel Advanced Warfare 2? Wird es Black Ops 3? Was wird der nächste Titel sein? Noch können wir darüber spekulieren. Bin ich mal gespannt. Und wie seht ihr es mit den Killstreaks? Was wären eure Lieblings-Killstreaks? Ich brauche zum Beispiel keine AC-130. Brauche ich nicht. Oh, heißt jetzt nicht, dass ich sie nicht erreiche. Aber ich finde einfach so ein Harrier und ein Payflow, das hat schon Bock gemacht damit. Ja. So, ich glaube 28 zu 6. Glaube ich. Komm, zeig mal Scoreboard hier. Komm. 28 zu 6. Traumhaft. Ich bin raus, gut Schuss, euer Commander Krieger. Und wenn ich heute ein bisschen leiser war, beziehungsweise nicht so viel Stimmung rübergebracht habe, dann liegt es daran, dass der Mirko nebenan pennt. Ich bin raus, gut Schuss, bis denn.